Konnichi! Meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und es wurde schön, dass wir uns mal wieder hören. Und ich werde euch mal erzählen, was ich so diese Woche Schönes gesehen habe. Und zwar habe ich diese Woche es endlich geschafft, Black Clover fertig zu gucken, also beziehungsweise auf den aktuellen Stand zu bringen. Und die Serie war doch sehr schwer zum Einstieg, aber hat mich jetzt dann doch mittlerweile gefesselt und ich freue mich schon massiv, wie es weitergeht. Außerdem habe ich mal in Golden Kamuy reingeschaut. Ist auch ein sehr interessanter Anime, der ums Goldscharen geht erstmal, aber er nimmt dann doch eine andere Wendung und ich bin mal gespannt. Ich habe nur die erste Folge gesehen, wo das so hingeht. Habt ihr Erfahrungen damit? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und meine Empfehlung generell, The Time I Was Reincarnated as a Slime, oder ich sag's einfach nur der Schleim-Anime, wo der Typ wiederbelebt wird, in einer alternativen Welt als Schleim, ist momentan meiner Meinung nach der bestlaufendste Anime überhaupt und der soll unbedingt weitergehen und der hat so ein geiles Pacing, hammergeil. Habt ihr den schon gesehen? Wenn ja, schreibt mal eure Meinung rein. Worum es in dem Video aber eigentlich gehen soll, ist, was kann man denn so an Weihnachten anschauen? Und da wollte ich mal die Fragerunde an euch starten. Habt ihr eigentlich an Weihnachten OVAs oder OVAs, Entschuldigung, die ihr anschaut oder die ihr weiterempfehlen könntet? Oder habt ihr generell so ein Anime, den ihr immer wieder anschaut? Weil, ja gut, das gilt jetzt vielleicht trotzdem eher als Comic, das letzte Einhorn oder sowas. Ist ja so ein Muss geworden, dass man eigentlich immer angucken sollte. Gehöre ich jetzt nicht zu der Kategorie, gucke mir eher andere Weihnachtsfilme an. Aber gibt es ein Anime, den ihr einfach da immer wieder anguckt oder den ihr auf jeden Fall weiterempfehlen würdet? Das würde mich mal interessieren. Vielleicht mache ich auch nochmal ein separates Video dazu, wo ich die vorstellen könnte, denn das wäre doch mal geil. Was auch richtig geil ist, und das ist jetzt eher sowas wie eine unbezahlte Werbung, würde man es glaube ich mittlerweile nennen, denn ich habe gesehen, dass ProSieben Max an Weihnachten richtig geile Filme raushaut und schaut euch doch mal an, was die alles rausknallen. Ich zähle es mal auf, ich habe hier so eine Liste liegen. Und zwar kommt jetzt noch am 21. kurz vor Weihnachten der erste Bleach-Film raus, den könnte man sich auf jeden Fall mal reinziehen, denke ich. Ich meine, wie gesagt, ich bin leider jemand, der hat kein TV mehr. Ich habe alles übers On Demand oder Simulcast oder sonstiges. Aber ja, es gibt bestimmt noch einige, die von euch das nutzen oder sehr viele, die das nutzen. Und für die kann ich das nur weiterempfehlen. Am 24.12., wenn die Bescherung rum ist, oder ich weiß nicht, beschert ihr am 24. oder am 25., das ist ja auch je nach Bundesland und Familie anders, da kommt auf jeden Fall Eureka 7, den muss ich mir auch mal anschauen, den habe ich selber noch nicht gesehen, aber ich werde ihn mir halt anderweitig angucken. Ich werde Netflix, glaube ich, hat den auch, werde ich mir auf jeden Fall mal geben. Der muss ganz gut sein, ne? Und danach werden wir sogar noch verwöhnt die ganze Nacht durch mit Ghost in the Shell. Und zwar die Arise Border 1 und Teil 2 läuft da. Ich glaube, das war eine OVA von denen. Und richtig geil, kann man sich auf jeden Fall bestimmt mal reinziehen. Also für Ghost in the Shell-Fans, die das mögen, ist doch geil, wenn sowas mal kommt. Also finde ich richtig geil von ProSieben Max. Hammer, hammer, hammer. Und am 25., wenn ihr mittags schön Zeit habt, da kommt auch was richtig Cooles. Und zwar kommt Detective Conan, zwei Filme hintereinander. Ab 12.55 Uhr kommt dann nämlich der erste Film und danach auch der zweite Film hier, der Wolkenkratzer irgendwas. Ich habe die jetzt auf DVD von meiner Freundin ausgeliehen, die werde ich mir separat jetzt mal anschauen. Aber es ist richtig cool, dass die jetzt auch kommen. So, ich könnte simulieren, als hätte ich richtiges Fernsehen. Aber ProSieben Max übertreibt halt mega krass und bringt auch noch nicht nur den ersten, den zweiten, sondern gleich danach noch den dritten und vierten Film. Also für Detective Conan Fans absolutes geiles Weihnachten. Also auch hammer gut, finde ich richtig geil. Und abends kommt die absolute Perle und das kann ich Anime und Nicht-Anime-Fans auf jeden Fall mega ans Herz legen. Guckt das mit euren Eltern, überzeugt ihr, dass die das mit euch schauen. Und zwar kommt Your Name am Abend um 20.15 Uhr. Und das ist mal ein richtig geiler Film. Den kann man sich wirklich mit der ganzen kompletten Familie anschauen. Ich habe den nur gekauft, um den mit meiner Familie bzw. mit meiner Mutter anzuschauen. Aber vielleicht überrede ich den Rest ja auch noch. Ich habe zum Beispiel auch Silent Voice deswegen nur gekauft. Und Your Name haben wir noch nicht geschaut. Und vielleicht wäre das mal eine Idee, weil wir schenken uns am Weihnachten ja zum Beispiel Zeit und keine Geschenke. Damit muss ich einfach immer angeben, weil es einfach so cool ist, weil Geschenke kann man sich unterm Jahr auch immer schenken. Das muss nicht an Weihnachten sein. Und nach Your Name geht es direkt weiter mit noch zwei weiteren Ghost in the Shell bzw. drei Ghost in the Shell Teilen, die am Vortag ja angelaufen sind. Also das wird komplett beendet, dieses ganze Ding.
Und das ist mal richtig geil. Und alles deutsche Erstausstrahlungen, das darf man auch nicht vergessen. Also sie haben schon richtig aufgelegt. Und am Mittwoch, also am zweiten Weihnachtsfeiertag, könnt ihr euch dann wieder mit euren Keksen und heißen Kakao vor dem Fernseher mümmeln in einer Decke und könnt Detective Conan weiterschauen, denn da laufen weiterhin alle Filme, nochmal 4 Stück, am Stück auch wieder ab 12.55 Uhr und am Abend gibt es dann auch nochmal was Neues. Und zwar gibt es da zum Abschluss Ghost in the Shell, the new movie, und das ist auch alles natürlich deutsche Erstausstrahlung. Gut, außer die Detective Conan Filme, die sind natürlich, die gibt es ja schon. Und am Freitag, den 28. bloß, dass ihr es gehört habt, gibt es dann nochmal den zweiten Bleach-Movie für die ganzen Bleach-Fans. Und danach kommt nochmal Your Name für die, die es am Weihnachten verpasst haben, weil man vielleicht doch eher, keine Ahnung, einen anderen Weihnachtsfilm mit der Familie geguckt hat. Deswegen holt es dann vielleicht danach. So ein guter Film. Ich verweise hier auch nochmal in der Info auf das Video, das wir über Your Name gemacht haben. Oder das kam darin vor, in Bezug mit Andrew. Da hatten wir mal ein richtig cooles Gespräch über Filme, auch Ghost in the Shell, über den neuen Film und so weiter. Deswegen gebt euch das mal. Ach ja, und am Samstag kommt dann nachts auch nochmal Ghost in the Shell, the new movie. Also wird nochmal sozusagen am Freitag alles wiederholt bis Samstag rein, die Highlights. Deswegen ProSiebenMax, geil, finde ich echt gut. Kann man echt lassen. Ich feiere euch dafür, dass ihr so gute Filme mal raushaut an Weihnachten. Und Detective Conan, das ist auch wirklich so ein, das ist einfach so ein Wohlfühl-Anime. Ich weiß auch nicht, obwohl es da wohl um Mord geht und so und Verbrechen, aber das ist einfach so, ich weiß nicht, wie kann man das nicht mögen? So, das ist halt einfach, das kann man einfach laufen lassen. Ja, und dann, wie gesagt, ist meine Frage, was schaut ihr an Weihnachten an? Gibt es einen Anime, den ihr da anschaut? Keine Ahnung, ich würde mir vielleicht mal jetzt an Weihnachten die ReZero OVA noch geben mit Snow Memory hieß die, glaube ich. Die werde ich mir mal angucken. Das klingt so weihnachtlich oder zumindest nach Schnee. Sonst fällt mir jetzt gerade gar nichts ein, aber es gibt ja so viele Filler-Folgen oder OVAs mit Weihnachten. Ich glaube, Laufina gab es auch eins und so weiter. Das würde mir echt interessieren. Vielleicht habt ihr geile Tipps für uns und dann können wir das dann uns selber zusammenstellen und ich kann vielleicht nochmal einen Videobeitrag machen oder ihr lest einfach in den Kommentaren. Ansonsten sehen wir uns vielleicht dann demnächst nochmal wieder. Ich habe noch ein versprochenes Unboxing in der Pipeline. Sobald das schön gemacht wurde, kommt das auch raus. Richtig geile Figuren mit den Newmar. Deswegen freut euch drauf. Und danke, dass ihr den Kanal guckt, immer schön liked und abonniert. Ich habe jetzt die 1200 Abonnenten. Richtig geil, freut mich mega. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall darüber, dass ihr alle da seid und wünsche euch ein wunderschönes Fest. Wir sehen uns beim nächsten Video, wann immer es nötig ist. Sayonara, ciao!